Interessant. Sicher, dass du das machen willst? Das Bruchstück ist der Grund, warum der Ort Todeszone heißt. Uns bleibt keine Wahl. Es ist ein Zeichen. Ja, ein Zeichen, das Todeszone heißt. Versuche, zum Bruchstück des Reisenden zu gelangen. Ja, gut, wenn es weiter nichts ist. Sieht übrigens sehr ungefährlich aus hier. So, mit der ganzen Elektrizität in der Luft. Ich war schon in der ganzen ETZ unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler, gruseliger Wald. Aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Also ETZ steht für Europäische Todeszone. Habe ich jetzt mal kurz... Habe ich es auch geschnallt? Schön. Es geht in einen düsteren, dunklen Wald. Das ist ja genau das Ding für mich. Betreten verboten. Schön, in Deutsch. Achtung, 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 hier mit Totenkopf. Toll, und wir latschen da rein. Wieso stehen hier... Duck dich unter das Auto. Das wird eng, aber du solltest durchkommen können. Welches Auto? Bei mir klappt das zumindest. Allerdings trage ich auch keine pompöse Rüstung. Welches Auto? Welche Schränke lupen? Nee, ne? Welches Auto denn? Bist du bescheuert? Ach, das Auto, ja, sag das doch. Bin doch gar nicht so schnell. Ich muss mir das mal umgucken. Ich will gar nicht wissen, was mich jetzt gleich wieder fressen will. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, sieht sehr einladend aus hier. Bin höchstgradig begeistert. Haben wir nicht gerade noch eine Waffe bekommen? Irgendwie, warte mal. Oder habe ich mir das eingebildet? Nee. Ach ja, die Schrotflinte. Wie komme ich denn da hin? Wieder mit gedrückt halten, das ist normaler Wechsel. Jo, ganz toll. Ich freue mich. 3 Schuss, also 8 Schuss in dem Ding. Na, großartig. Habe ich schon erwähnt, dass es hier sehr einladend aussieht. Also ich habe ja nichts gegen Shooter, aber so Gruselscheiß ist so gar nicht meins. Ich bin da sehr zart beseitet. Und von Natur aus ein bisschen schreckhaft. Mhm, sieht immer noch sehr einladend aus hier. Ich freue mich. Das wird bestimmt funky. Yay. Oh, schön. Ein Loch. Wir wetten, dass wir da gleich runterstürzen. Oder auch nicht. Ich habe auch noch keinen Dreifachsprung, aber ich habe auch keine... Ja, keinen Fokus mehr. So. Kommt jetzt irgendwas und frisst mich? Ist das Spiel dann vorbei? Kann ich aufhören? Ich habe ein bisschen Angst. Oh, toll. Großartig. Sag Bescheid, wenn du auf der anderen Seite bist. Hawthorne, kannst du uns hören? Die Leitung ist tot. Hast du ernsthaft gedacht, wir haben hier unten Empfang oder was? Welchen Baum wohnst du denn? Schön, wir sind mit Sicherheit nicht alleine, aber wir machen direkt auf uns aufmerksam, indem wir unser schönes helles Licht anmachen. Hehehe. Ich freue mich. Boah, mich schaudert es ein bisschen. Boah. Ich sag ja, für mich ist das hier überhaupt nichts. Solche Sachen sind für mich überhaupt gar nichts. Ich will gar nicht wissen, was hier unten wohnt. Will ich wirklich nicht. Gott, ich hoffe, ich muss nachher, muss bestimmt nachher weglaufen. Bah, dieses hier Dunkelheit lauert. War auch schon nicht meins. Und schön, dass ihr mir jetzt sagt, um zur Powerwaffe zu wechseln. Na toll.
Die Musik ist zum Glück auch nicht dramatisch. Hast du was gehört? Nein. Ich habe nichts gehört. Ich will auch nichts gehört haben. Hehehe. Ich will auch nicht rein. Nee. Okay. Es nützt nichts. Ich bin der größte Schisser, der Destiny spielt. Ich sage, diese Dunkelheit lauert war auch schon nicht so meins, weil das sehr gruselig angehaucht war. Oh Gott. Geh weg. Auch noch? Schnauze. Wie viele noch? Geh weg. Ich sehe dich. So, nur Gefallene. Die Gefallenen haben keine Farben getragen, die wir schon mal gesehen haben. Na, wenn es weiter nichts ist, die esse ich auch zum Frühstück. Das ist ja nichts Schlimmes. Wer baut denn hier Licht hin? Müssen die sich alle tarnen? Du hast es ungeil. Ich guck nur. Für einen Freund. Nee. Quarantänesektor 236. Na, ich freue mich. Oh, na toll. Todeszone. Yay. Hat auch keiner von den Spackos Muni gedroppt, ne? Okay. Eingeschränkte Zone. Schwärzerer Wald. Ja, schwarzer Wald reicht ja nicht. Der muss noch schwärzerer sein. Natürlich. Warum auch nicht? Kastner. ABS Kastner. Soll es nicht Kanister heißen? Ich höre irgendwas. Und das gefällt mir nicht. Ich gucke erstmal. Eine Kiste. Hallo. Falle? Beute. Was gibt's denn? Paria. Kinetikwaffe. Du hast eine neue Kinetikwaffe. Drücke, um Charakterbildschirm und die auszurüsten. Ja, gut, dass wir die nicht gekauft haben. 22 Angriff. Nice. Dann. Rüste Waffen mit höherem Angriffswert aus, um dein Powerlevel und deinen verursachten Schaden zu steigern. Jawohl, mein Regulator. Das heißt, jetzt ist hier Rabatz. Also jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Das habe ich gehört. Das auch. Ist sehr vertrauenserweckend hier unten. Ja, gut, aber wenn es nur Gefallene sind. Ich sag mal, die kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Die Hunde waren sehr interessant, sag ich mal. Das Bruchstück des Reisenden. Wo wer? Ach da. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. Was? In was? Wer spricht denn da immer? Hab ich irgendwie Bishizu oder was? Habe ich jetzt einer eine Backe? Bin ich doof? Bin ich durchgedreht? Ist das nur ein Fiebertraum? Bin ich tot? Na, will das gar nicht wissen. So, da hinten flackert's. Ich sehe noch keine Feinde. Aber die lassen sich mit Sicherheit nicht lange auf sich warten, deswegen rein in die gute Stube. Und wollen die mal alle machen. Würde ich sagen. Vorausgesetzt, warum eiern die ja nicht rum? Also die Gefallenen meine ich. Oh schön, der düsterere Wald. Der ist leicht dunkel. Hauptsache, mich greift hier nichts von hinten an, Alter. Wer hat das Feuer hier gelegt? Hier ist Waldbrandgefahr, ne? Nur mal so, nebenbei. Das sieht sehr schiffig aus. Was?
Wohin hin? Schnauze. Bin gerade in irgendein Loch gefallen. Alter, was ist das für eine Knarre? Na, 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 du nicht, Kollege. Jeder andere, aber nicht du. Hier, jetzt nimm mal das. Achso, ich habe gar keine Granaten. Scheiße. Der hat was gedroppt. Hallo. Weg. Das nehme ich, danke. Eine Kinetikwaffe? Ja, ich bin hier, Idiot. Moment. 22. 20. Impulsgewehr. Ih, ich hasse Impulsgewehre. Ich vermute mal, das hier könnte so ein öffentliches Gebiet werden, sobald wir einmal durchgeflucht sind. Schnauze. Ich hab dich gesehen. Und dich auch. Feige Wichte. Penner. Was sind das für Feiglinge, Alter? Die Musik wird sehr episch. Was ist er denn? Paria. Schnauze. Komm her. Idioten. Ja, ja, ich höre dich. Darf ich jetzt das Ding einsammeln? Hier ist was gedroppt. Drop the base, Junge. Flüchtlingsmaske. Oh, wir haben auch Handschuhe gefunden. Wo habe ich die denn hier? Flüchtlingshandschuhe. Meins. Und Helm. Lese ich nachher vor. Jetzt gerade ist ungünstig, wenn wir so attackiert werden. Ich vermute mal, das waren noch nicht alle, sondern da kommen noch ein paar. Hier schweben Steine. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Geh weg. Das ist ein unsichtbarer Penner. Marodeur schimpfen die sich. Mhm. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen. Ich sollte zielen, ne? Na, na, na. Du aber nicht, Kollege. Noch mehr. Hallo. Oh, der sieht aber böse aus. Das war nicht gut. Wer ist er denn, Alter? Der heißt auch komisch. Wo ist er? Hast du mich gerade angefasst? Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Aua! Ja, na klar, noch einer. Natürlich. Ich mach mal kurz den Reis aus, ne? Nein, da wollte ich nicht hin. Die wollte ich haben. Penner. Wir haben sie wohl verscheucht. Bring mich zum Bruchstück. Alter, blend doch nicht einfach so über, Junge.
Weshalb wurden wir hergeführt? Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeitalters. Spürst du es? Halt deinen Helm gut fest. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Augen auf, Hüter. Was soll das heißen, Augen auf? Mach bitte nicht diese üblichen Kampfwellen, wenn wir irgendwas verteidigen müssen. Arkus, irgendwas. Neues Ziel. Benutze das Licht. Ganz schön hell hier geworden. Pass auf. Jetzt müssen wir jetzt einmal durchflügen. Wir haben nämlich neue Dinge bekommen. Flüchtlingspanzerweste nämlich. Ein paar Schuhe. Den haben wir schon. Knarre. Oh, das sah gut aus. Handfeuerwaffe. Ah, Helios HC1. Maschinenpistole, die ist aber nicht so geil. Ah, die hier macht, glaube ich, auch mehr Kraft um eine Ehe. So, ansonsten ist hier nichts weiter drin. Arkus Akrobat. Oha. Das kostet Geld. Level 5 brauchen wir dafür auch. Okay. Und dann haben wir einen Doppelsprung jetzt. Und eine Sprunggranate. Eine Granate, die sich beim Aufschlag teilt und mehrere Ziele und Projektile entstehen lässt. Okay. Warte mal. Da war was mit Überlieferung. Moment. Arkus Akrobat. Schlage ein wie der Blitz. Sei furchteinflößend wie Donner. Niemand erinnert sich daran, wer der erste Arkus Akrobat war. Es erinnert sich kaum jemand überhaupt an die Arkus Akrobaten. Die Zeit vergeht so wie Erinnerungen. Aber in den dunkelsten Tagen des dunklen Zeitalters, als die Menschheit völlig schutzlos war, ließen die Arkus Akrobaten zur Disziplinierung ihre Körper die Energie des Reisenden durch sich hindurchströmen, um Blitze herbeizurufen und sie wie ein Stab gegen die Dunkelheit zu führen. Werde zum Blitz, sagten sie. Nein. Werde zum Stab, sagten sie. Nein. Werde die Waffe, sagten sie. Und wir gehorchten. Okay, das ist Nahkampf. Ist für mich als Jäger eigentlich gar nicht so gut geeignet. Bin da eher so der Fernkämpfer. So, dann haben wir hier keine Überlieferung, wie mir scheint. Aha. Echt nicht? Hier auch nicht. Hier haben wir eine, oder was? Nicht. Aber hier. Hier hatten wir eine Überlieferung. Okay. Ach, wir haben nicht überall Überlieferung. Nope. Sperren. Was heißt denn Sperren? Du hast auch schon mal besser ausgesehen. Aber hey, du hast auch schon mal schlecht ausgesehen. Ausrüstungsstats. Ah, nice. So können wir das direkt sehen, wer was für Werte hat. Auch schön. Gut, dann würde ich sagen, benutzen wir das Licht. Super bereit. Geben wir ihnen Feuer. Nice. Sind die denn? Hallo. Weg. Da oben. Oh, das war schon mit Licht. Das war nicht so gut. Oh, hier ist Licht. Ich mache euch alle fertig. Hallo.
Fall. Den muss ich mir holen. Level 2. Level gewähren dir Upgrade-Punkte und schalten neue Fokusfähigkeiten. Ausrüstung Mission frei. Drücke, um den Charakterbildschirm zu öffnen und deinen Upgrade-Punkt zu verteilen. Mache ich sofort. Muss erstmal alles einsammeln, was hier so runtergefallen ist. Okay, wie gesagt, ja gut, das ist hier, kannst du machen, Arkus Akrobat, aber ist für mich als Revolverheld-Fokus-Nutzer eigentlich gar nicht mal so sehr gut geeignet. Aber gut, wir haben Upgrade-Punkte und wir haben neue Waffen bekommen. Und zwar die störrische Eiche in 22. Krachbumm, aggressiv, okay. Hier haben wir nichts Neues und ein bisschen Ausrüstung. Ein Flüchtlingsumhang in 22. Was denn jetzt? Bin gerade, glaube ich. Ich glaube, das war. Wurde gerade das Level beendet? Das ist ja toll. Einfach so. So, Details. Wo sehe ich denn meine Punkte? Oh, was haben wir denn hier? Scharfschützen ausweichen. Weiche aus, um mit ruhiger Hand ein Ausweichmanöver durchzuführen. Ausweichen lädt deine Waffe automatisch nach. Zweimal Kreis. Kostet einen Upgrade-Punkt. Wir haben zufällig einen. Dafür brauchen wir ein anderes Level. Ach, da stehen die Upgrade-Punkte. Okay, dann gibt es hier auch noch was. Kampfflow kommt erst später. Gibt es denn nur den einen Fokus oder kann ich auch meinen anderen Fokus wieder haben? Ich meine, neue Dinge sind gut, aber dieses Nahkampfgedings ist gar nicht so meins. Bin ich ja ehrlich. Wo bin ich denn jetzt? Neues Co-op-Play und schmelzige PvP. Alle Aktivitäten einschließlich Kampagne können nun kooperativ gespielt werden. Benutze die Übersicht, um andere Hüter einzuladen. Sprich mit Lord Shex. Jo, alles klar. Und warum? Interessant. Die Übersicht zeigt Spieler in der Nähe und Freunde, die gerade online sind. Drücke und halte. Ja, ja. Gut, geh weg. Geh mal weg. Gnarf. So. Alter, sind die alle schon weit hier. 8, 13, 10, 3. Ah, jetzt ist hier richtiges Tummelum in Gang. So, wir haben 825 Geld. Und was ist das denn? Wer ist er? Ist das Lord Shax? Mhm. Schmelztiegel, ja. Du bist es. Du und ich waren zusammen, als der Turm in Flammen stand. Und nun bist du hier. Dein Licht brennt uns einen Pfad, der dir viele Schlachten bringen wird. Schlachten, die nur du gewinnen kannst. Der Schmelztiegel von Lord Shax wird dich vorbereiten. Sollte dir in meiner Arena ein Titan den Weg versperren, zermalme ihn. Wenn ein Jäger dich konfrontiert, zerbrich ihre Klinge. Falls ein Warlord spricht, soll er an seinen Worten verschlucken. Es gibt nur einen Weg zum Sieg, Hüter. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, ist genau das, was ich nicht so machen will. Also Multiplayer ist so gar nicht meins. Kann ich überhaupt nicht mit um. Ich habe die Vorhutübertragungen gesehen. Was du wie Herr Vier? Schmelztiegel Waffenmeister, hallo. Wir brauchen mehr Hüter wie dich. Die Rotlegion ist im Anmarsch. Zerlege seltene oder legendäre Ausrüstung, um Waffenmeistermaterialien und Level 20 Prämien von den Waffenmeistern zu halten. Ach übrigens, das Level Cap liegt bei 20. Finde ich ein bisschen niedrig angesetzt, aber ja, yeah, na gut. Erfordert Level 2 Paria Automatikgewehr. Haben wir das nicht schon? Jo.
Aber Level 1. Also ich bin dafür, dass wir erstmal noch nicht so unbedingt Waffen kaufen. Aus Gründen. Terra, dass wir erstmal gucken, dass wir erstmal looten gehen, bevor wir irgendwas anderes machen. So, da oben geht's so weiter. Da habe ich ein Engramm. Inventar. Nö. Aber wir können mal ganz kurz zu ihr hin. Vielleicht hat die auch noch irgendwas zu vermelden oder eine Mission oder irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Die Träume sind anders. Und ich weiß nun warum. Der Reisende hat dich wahrhaft auserwählt. Dein Licht strahlt heller denn je. Meine Bestimmung als Hüter war immer, Historikerin zu sein, nicht Kriegerin. Ich kann dir versichern, deine Taten werden nie vergessen. Ich brauche kein Licht, um deine Taten aufzuzeichnen. Jedenfalls nicht für eine Weile. Falls es dir nicht klar ist, wir leben gerade Geschichte. Und die Bürde des Erbes fällt auf dich. Wir sind die verstreuten Bewohner einer gefallenen Stadt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Sei stark, Hüter. Ich arbeite dran. Toll, annehmen. Was annehmen? Hast du etwas für mich, Hüter? Nee, aber du auch nicht für mich. Eine Chiffre vielleicht. Ja, schön, wer ist er? Tresor, Poststation. Oh Gott. Ach, hier kommt die berühmt-berüchtigte Ingame-Währung, ne? Du dachtest, das Everversum schließt wegen dem bisschen Apokalypse? Nö. Wir haben die Wahl. Aufgeben oder sich aufrappeln, den Staub abklopfen und sich Feinden stellen. Mit Style. Selbst wenn's richtig mies ist. Wenn du gut aussiehst, fühlst du dich gut. Und der Ort hier könnte etwas Glamour vertragen. So, was kann das Everversum dir heute bieten? Glanz-Engramm kostet 200 Silber und Silber ist Ingame-Währung, die wir ja uns für echt Geld kaufen können. 500, 800. Ein leuchtendes Engramm, das viele verschiedene Anpassungsmöglichkeiten enthält. Mhm. Besuch mich bald wieder, Hüter. Na, solange es hier kein Pay-to-Win wird, ist das ja noch okay. Wieso bin ich auch immer so schnell? Ach, wegen ihm wahrscheinlich, oder was? Sollte ich sterben müssen. Mhm. Brauchst du etwas? Tresor? Können wir was ablegen? Gut, davon haben wir nichts. Ich weiß gar nicht, wir behalten erstmal ein paar Sachen, würde ich sagen. Aus Prinzip. Schade, dass alles weg ist, was wir im ersten Teil so uns einverleibt haben. Vielleicht brauchen wir die Waffen nochmal irgendwann. Die Pistole können wir auch mal weglegen. Wir haben ja eine hier. So. Der hat ich sehe nach. Nichts. Alles erledigt. Herrje. A55. Wo finde ich denn? Hallo nochmal. Siegen des Commanders sehe ich gerade. Wo finde ich denn die? Sachen, die ich bekomme aus Gründen derer, dass ich die digitale Deluxe-Edition mir hier einverleibt habe. Das würde mich mal interessieren. Weil das war ja durchaus was Gutes dabei, ne? Muss dieser Segen des Commanders jetzt hier so wirken? Das ist ein bisschen nervig. Mit jedem Tag wird der Schmelz.
lästige Gnadenlose. Ja, das passt schon. So, wir haben ja eh erstmal gerade keine andere Wahl, glaube ich, oder? Gibt es hier sonst irgendwas, was wir tun können? Europäische Todeszone, die Wiege der Menschheit, eine Welt vergangenen Ruhms, die darauf wartet, wieder eingenommen zu werden. L2. Schmelzsiegel. Sprich mit Shax. Achso, müssen wir das annehmen? Und wer ist hier gerade gelevelt, glaube ich? Muss ich das annehmen? Ich nehme das mal an. Du bist es. Ja, passt schon. Du und ich waren zusammen, als der Turm in Flammen stand. Schließe 2 Matches in der Schnellspiel-Playlist ab. Ja, gut. Dein Licht brennt uns einem Pfad. Sei flink wie der Wind. Muss nicht zwangsläufig sein, aber schön, dass die alle wieder durchdrehen. 2 Matches in der Schnellspiel-Playlist ab. Ja, ich bin da nicht so der Multiplayer-Typ, ne? Nur mal so zur Info. Hier haben wir einen Meilenstein, die rote Schlacht. Na gut, dann quatschen wir mal mit der. Oh, dieses Siegen des Commanders nervt gerade ein bisschen. Kann der Typ mal abhauen? Warum ist das überhaupt aktivierbar? Das ist völliger Bullshit. Na schau mal einer an, du hast dein Licht wieder. Ich weiß nicht, wie du es angestellt hast, aber ich freue mich. Wir werden es brauchen. Hier draußen sind viel mehr Überlebende und sie brauchen deine Hilfe. Alle sollten wissen, dass die Farm sicher ist. Ich habe vor ein paar Stunden einen Freund in die ETZ geschickt, um ein Com-Netzwerk aufzubauen. Er heißt Devrim K. Cooler Typ. Guter Schütze. Das habe ich niemals gesagt. Tu mir doch bitte einen Gefallen und geh ihm zur Hand. Klar. Mugbi. Oh, hat die neuen Zeug? Devrim K. Sprich mit Devrim in der europäischen Todeszone. Eigensinn. Habe ich den schon gesehen? Mhm. Alter, das Ding ist ja viel, viel besser. Aber ich will jetzt nicht mein bisschen Glimmer, was ich jetzt gerade gekriegt habe, hier schon wieder ausgeben. Wäre zwar sinnvoll, aber ich denke mal, wir werden auch genug anderen Scheiß finden. Tja, dann würde ich sagen, müsste ich mich eigentlich mal schnell schlau machen, wo ich mein Zeug herkriege. Das würde mich mal akut interessieren. Clan ist nicht da. Hallo nochmal. Ausrüstungsstadt, Inventar, aber sonst gibt's hier auch nichts, ne? Modifikation, Shader, nö, gar nichts. Na gut, dann würde ich sagen, hau ab. Machen wir das in der nächsten Folge und dann treffen wir den Davrim. Und dann helfen wir mal Leuten. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bis zum bitteren Ende und bis zum Ende der Schlacht vor allem. Und bis zur morgigen Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.